Jens Krohn, Stadtverordnetenvorsteher am Wöllenseeplatz. Was passiert heute hier? Ja, heute eine kleine Einweihung. Wieder ein gutes Symbol in Rüsselsheim wird gebaut. Stichwort Wohnungsmarkt. Aber wir wissen alle, dass hier ein großer Bedarf ist, auch in Rüsselsheim. Und deshalb habe ich mich auch entschlossen, dieses Thema mal groß aufzugreifen in Form einer Bürgerversammlung. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache sozusagen. Am 31.10. um 18 Uhr im Ratssaal, im Rathaus, hat jeder die Möglichkeit, sich mit dem Thema Wohnungsmarkt in Rüsselsheim auseinanderzusetzen. Es geht um preiswerten, bezahlbaren Mietraum. Und da haben wir hochkarätige Gäste, Vertreter von GEWOBAU, Fachleute, die uns mal über den Markt, in den Wohnungsmarkt in Rüsselsheim was berichten. Es könnte sehr interessant werden und vielleicht gibt es die eine oder andere Perspektive und Diskussion in diesem Zusammenhang. Das wäre wünschenswert. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich gemeinsam mit Ihnen hier das Richtfest heute begehen kann. Es ist ein großer Tag für die Wöllenseesiedlung, gemeinsam im Quartier. Und wir haben ja gehört, und vielen Dank, Herr Geschäftsführer Regenstein, dass Sie das sehr ausführlich gemacht haben. Wir haben ja gehört, das ist ein Projekt, das im Jahr 2012 begann und quasi heute eigentlich einen Höhepunkt hat. Und ich darf Ihnen jetzt schon allen, die an dem Projekt beteiligt waren, in den vielen Jahren meinen herzlichen Dank sagen. Es hat sich gelohnt. Es ist quasi kurz vor der Fertigstellung und es zeigt, dass man auch, wenn man viele Jahre an einem Projekt arbeitet, am Ende muss man es umsetzen. Wir haben es gemacht und es freut mich. Wäre natürlich schön, wenn jetzt die Sonne noch scheinen würde. Es ist relativ frisch, deswegen werde ich nicht so lange reden. Aber die nächsten Tage wird es ja wärmer, also insofern können wir uns schon darauf vorbereiten. Hier ist alles richtig gemacht worden und ich selbst konnte das ja seit Januar 2018 begleiten, auch unterstützen. Ein Richtfest zeigt immer für eine Stadt, dass sie wächst, dass sie sich entwickelt. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, auch die Wöllenseesiedlung wird sich weiterentwickeln und insofern wird so ein Quartier, wo man sich trifft, natürlich gebraucht. Ich freue mich natürlich besonders, dass hier Wohnungen auch gebaut werden, Seniorenwohnungen. Ich war selbst dabei, als hier quasi im Kreis dieser Akteure gefragt wurde, wann kommt es denn, wie sehen denn die Wohnungen aus? Und man hat gemerkt, mit welcher Lust man eigentlich darauf hofft, dass das Gebäude dann auch hier gebaut wird. Mein Kollege, Herr Bürgermeister Grieser, lässt Sie grüßen, er ist leider heute verhindert, hat schon vor einem Dreivierteljahr bei der Vorstellung des Projektes gesagt, dass der Gedanke eines festen Quartiersmanagements Wurzeln schlagen und wachsen konnte. Und das zeigt das hier auch. Und ich denke mal, aus einem zarten Pflänzchen ist und wird auch ein kräftiger Baum werden. Und ich glaube, das ist nicht nur hier Richtung Ausbau des Hauses gedacht, sondern natürlich, Herr Regenstein hat das schon gesagt, das ist schon ein Riesenfund, Kinder, Eltern, junge und ältere Menschen hier an diesem Platz vereinen zu können. Das ist auch harte Arbeit, aber wir werden das, denke ich, so wie ich Sie alle hier heute Morgen hier sehe, begleiten und auch entsprechend unterstützen. Ich glaube, und das sollte man auch immer deutlich sagen, dass die unterschiedlichen Nutzungen hier in diesem Haus zeigen, wie auch die Zukunft sein wird. Das heißt, in einem Quartier haben wir hier eine Fläche, die hier jetzt optimal genutzt wird. Regenstein hat das sehr ausführlich schon dargestellt. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur ein Quartiersmanagement, wo viele Frauen und Männer daran arbeiten, sondern es braucht auch einen Ort, der dies verkörpert. Und ich glaube, dieses Projekt zeigt deutlich, wie es geht. Es ist quasi auch für eine urbane Stadtentwicklung ganz, ganz wichtig. Und ich will auch noch mal verdeutlichen, wer da alles dabei ist. Einmal natürlich die Martinsgemeinde, dann gemeinsam mit dem Dekanat der Evangelischen Kirche, die auch Träger
des Kindergartens sein werden. Es gibt dann natürlich die Jugendhilfe mit dem Verein Auszeit, die hier beteiligt ist, und die GEWO-Bau als Bauherrin und Vermieterin. Und ich denke mal, das ist einmalig. Ist sicherlich vielleicht auch eine Blaupause für andere Stadtteile. Ich würde es jedenfalls als Oberbürgermeister und als Vorsitzender des Aufsichtsrates der GEWO-Bau gerne unterstützen. Weil wir brauchen, sollte es noch mehr, weil auch gerade mit einer solchen gemeinsamen Zusammenarbeit wir die Möglichkeit haben, diese Stadtviertel und Stadtteile auch in die Zukunft zu bringen. Für das Projekt selbst muss ich wirklich mein hohes Lob aussprechen, nicht nur der GEWO-Bau, sondern auch den beteiligten Firmen. Ich habe gesehen, wie schnell das hier vorangegangen ist, und das ist schon ein deutliches Zeichen, was man doch gemeinsam machen kann. Und ich darf Ihnen auch verraten, es gibt auch die ersten Bauherren, die hier im Viertel schon sagen, wir wollen weiterbauen, wir wollen dieses Viertel auch mit neuen Wohnungen belegen. Und das zeigt mir immer, wenn man irgendwo anfängt zu bauen, kommen andere Investoren auch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich auch hier in der Böllensee-Siedlung in den nächsten Jahren zu sehen. Jedenfalls von meiner Seite auch alles Gute für den weiteren Fortschritt. Ich möchte mich auch beteiligen an den Wünschen für die Frauen und Männer am Bau. Es ist alles richtig gemacht worden. Es war ein unfallfreies Bauen und es ist schnell vorangekommen. Ich darf mich aber auch nochmal bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat der GEWO-Bau. Wir muten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GEWO-Bau zu, in den nächsten 5 Jahren fast 140 Millionen zu investieren. Das ist wirklich viel, und es zeigt auch, es ist auch für Rüsselsheim wichtig. Und insofern also nochmal vielen, vielen Dank, dass auch dieses Gremium diese Bauten und diese Leistungen toleriert und auch mit unterstützt. Auch natürlich, das sollte auch deutlich sein, auch an die Stadtverordneten, die auch hier dabei sind, und an die Vertreter des Magistrats, weil das alles natürlich, Herr Regenstein hat es aufgezeigt, hat eine Vorgeschichte hat, und es hat alles geklappt. Also insofern kann ich nur sagen, Glück auf, weiter so. Vielen Dank, alles Gute.